Herzlich willkommen, ich bin die Nora und heute machen wir ein paar Go-Go-Dance-Moves, dass du auch in den Clubs mal richtig abtanzen kannst, ja? Wir fangen mit Aufwärmen an, du stellst dich ungefähr hüftbreit hin. Wichtig ist immer, bis du anfängst, dass du schon richtige Körperhaltung hast. High Heels helfen dabei, aber es geht auch ohne High Heels. Also es wäre gar kein Problem, wenn du auch barfuß erstmal übst. Also wichtig ist, Knie durchgestreckt, Hüfte nach hinten, Brustkorb raus. Jeder Physiotherapeut würde sagen, bloß kein Hohlkreuz, aber es muss ja nur gut aussehen. Also Hüfte raus, Brust raus, Beine geöffnet und wir fangen an mit Hüfte. Links das Becken aufwärmen, rechts, links, rechts, links. Wenn es geht, nimm die Schulterblätter mit dazu. Du knickst hier die Seiten, quetschst du schön zusammen. Und rechts, links, rechts, links, 4, 3, 2, 1, vor, zurück, vor, zurück. Schau, dass du hier Bauch anspannst, locker lässt. Anspannen und schön in Hohlkreuz kommen. Und jedes Mal, wenn du in Hohlkreuz kommst, versuchst du den Brustkorb auch mit rauszuschieben. Dann hast du schöne Kurven. Und vor, zurück, noch 2. Und letztes Mal. Wir bleiben hier, beugen uns nach vorne. Du kommst so weit nach vorne, dass du die Beine gestreckt lassen kannst und die Hüfte geht eher nach hinten. Einige versuchen immer in High Heels nach vorne zu kommen, dann kippt man um. Ja? Versuch wirklich das Becken nach hinten zu schieben, so weit runter zu kommen, wie es geht. Wenn du flexibel bist, kannst du auch tiefer. Und dann rein, rausdrücken. Nur Becken arbeiten lassen, vor, zurück. So wärmen wir die Wirbelsäule auf und du übst auch schon gleich die Bewegung. Vor, zurück und jetzt versuch nicht alles mitzuwackeln, wirklich nur hier im Becken arbeiten, weil hier eben brauchen wir Flexibilität, um schöne weibliche Bewegungen zu machen. Nochmal von vorne und rechts, links die Seiten quetschen, nimm die Schulterblätter mit dazu, um schön aufzuwärmen und Arme nach vorne und du gehst rein, raus, rein, raus, rein, raus noch. 4, 3, 2 und eine letzte Runde und dann legen wir los. Rechts, links, 4, 3, 2, 1 und rein, raus, 4, 3, 2 und ein. Und nach oben kommen. Einmal noch ein bisschen den Brustkorb aufwärmen. Wir gehen vor, zurück, vor, zurück, vor, rück, vor, rück. Nimm ruhig die Schulterblätter mit dazu. Wir kommen nach vorne, hoch, reindrücken. Vorne, hoch, reindrücken. Du musst auch schön tief anfangen, von unten nach oben. Unten nach oben. Und wenn es geht, die Brust betonen und Hüfte betonen. Brust und Hüfte. Brust und Hüfte, Brust und Hüfte. Die letzten 2 und letztes Mal. Die Seite wechseln. Vor und zurück. Vor und zurück. Sehr schön. Noch 4, 3, 2 und letztes Mal. Einmal von vorne. 4, 3, 2 Einer und 4, jetzt ein bisschen zügiger, damit wir auch nachher mit der Musik mitkommen. Und 2 Wellen von der Seite und 2 Wellen mit der anderen Seite. Sehr gut, ich hoffe, du bist jetzt ein bisschen gelockert, vor allem hier im Rumpfbereich. Und dann können wir loslegen. Wir gehen 4 Schritte mit rechtem Fuß nach vorne. Rechts, 2, 3, 4. Und ich brauche einmal richtig schönen Diva Walk à la Beyoncé. Du kannst Brust rausdrücken, Hüfte raus. Die Füße zeigen immer so leicht nach außen. Spannung, Kopf hoch und 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Nimm die Hüfte noch ein bisschen mehr mit dazu. Es kann nicht so übertrieben aussehen. Mach dir keine Gedanken. 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4. Super, dann machen wir gleich weiter. Einmal noch nach vorne und wir bleiben dort. 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4. Dann öffnest du das rechte Bein zur Seite und du gehst Hüfte,
nach rechts, Hüfte nach links und zweimal links. Also wir nehmen wieder die Schulterblätter dazu wie beim Aufwärmen. 5, 6, 7, 8 und lauf zu mir. 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8. Sehr schön. Noch schöner wäre es, wenn du beim Laufen, ich zeige es einmal von der Seite, so schön die Kicks nach hinten nimmst und die Hüfte ein bisschen mehr dazu. Dann sieht das noch ein bisschen eingebildeter aus. 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4 und 5, 6, zweimal rechts. Wir bleiben hier stehen, du gehst hier in die Knie, wie du siehst, zeigen die Fußspitzen einmal zur Seite und einmal nach vorne und die Knie liegen auch drüber, also nicht irgendwie verschränkt stehen. Dann gehen die Arme nach oben und zwar 1, du gehst noch mehr in Hohlkreuz, wenn es geht, 1, 2, 3, 4 und dann beugen wir uns nach unten. Wir gehen wieder in diese Position runter, also jetzt nicht runterrollen, hier bleiben und runter, 6, 7, 8 und Haare, 6, 7, 8, nochmal 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8. Die Bewegung ist 5, 6, knicken, wieder zurück und aufstehen, also immer die Brüste voran. 5, 6, 7, 8 und die war drauf. 3, 4 und 5, 6, 7, Arme, noch mehr Hohlkreuz. 3, 4, tief, 6, 7, 8. Schmeiß ruhig die Haare zurück. 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8. Hier ist es nicht so wichtig, wie tief man geht. Man neigt immer dazu, möglichst zum Boden zu gehen. Wichtiger ist es, dass es gut aussieht. Und es sieht nur gut aus, wenn man wirklich die Beine gestreckt lassen kann. Und wenn, dann minimal beugen, aber Oberkörper bleibt in dieser Position. Weil ganz blöd sieht das aus, wie gesagt, wenn man so locker ist. Man muss ganze Zeit über Spannung verspüren. Wir machen noch einmal von vorne und dann gehen wir weiter mit den Bewegungen. 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8. Hier angekommen, du siehst, ich bleibe in dieser Position. Jetzt kommen Hüftkreise. 1, 2, schnell, schnell, schnell. Und die Bewegung ist von vorne nach hinten, von vorne nach hinten, schnell, schnell, schnell. 5, 6, 7, 8 und vorne nach hinten, vorne nach hinten, schnell, schnell, schnell. Hier ist es wichtig eben, dass so die Knie, eine zeigt nach vorne, also das rechte Knie, das andere nach hinten, dass man hier so 90 Grad Winkel hat. Alles andere verschiebt sich komisch. Und du sitzt so hinten ab, ich zeige es von der Seite nochmal, du sitzt hier so ab, also nicht irgendwie rausdrücken, versuch hier eine Linie zu halten. Falls du dir nicht sicher bist, kannst du gerne einfach an die Wand gehen und schauen, dass du wirklich gegen die Wand mit dem Po und mit den Schulterblättern spüren kannst und eventuell auch mit dem Kopf, dann weißt du, du bist ganz sicher gerade. Ja, nochmal, 5, 6, 7, hochgekommen und Hüfte, Hüfte, schnell, schnell und wir schließen und schauen nach hinten. Also das Knie ist, klappt so nach innen, ist auf Fußspitze, trotzdem gerade bleiben und Kopf zeigt nur nach hinten. Nochmal, 5, 6, 7, 8 und Hüfte, Hüfte und schnell, schnell nach hinten. Beine öffnen nach vorne, es ist so ein bisschen Froschstellung, die Fersen sind hier zusammen und du sitzt wieder ab. Von der Seite sieht das wieder so aus. Man kann das auch wieder an die Wand üben einfach. Dann weiß man, man ist gerade. Also so sieht es ganz komisch aus und man hat auch gar kein Gleichgewicht, ja? 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nach vorne und jetzt klappt das andere Bein zur Seite. Nochmal von hier.
Ihr merkt schon, diese unten Bewegungen gehen schön auf die Oberschenkel, ja? Öffnen, seit. Von hier kommst du mit der Hüfte hoch, Oberkörper bleibt hier, gebeugte Knie sind okay und jetzt streckst du dich durch, ja? 5, 6, 7, ab, Hüfte, 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 tief, tief nach hinten, zu mir schauen, klapp, Hüfte und hochkommen. Wichtig ist, dass man von Ausgang her schon die richtige Position hat, also hier eine Linie, sonst wenn man runterkommt und so ist, kann man dann gar nichts mehr machen, ja? 5, 6, einmal noch ab, Hüfte, 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 schnell, schnell nach hinten, nach vorne, wechseln, Po und schön drüber streicheln, von vorne, 5, 6, 7, Achtung, 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, Achtung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Achtung, Hüfte, Hüfte, schnell, schnell, seit, auf, seit, Hüfte und hochkommen. Machen wir das noch zweimal. 5, 6, 7, Achtung. 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, Achtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Achtung. Hüfte, Hüfte, tief, tief, hopp. Und schließen, nach vorne, wechsel, nach oben kommen. Okay, und schön nach hinten gehen. Und einmal noch. 5, 6, 7, Achtung. 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, Achtung. 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, Achtung. 1, 2, 3, 4, schauen. 6, 7, Achtung. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Wir machen noch das letzte Stück. Du kommst nach oben. Gehst mit dem linken Bein mit so einem Kick-up à la Tussi hoch, vorne absetzen, umdrehen, Schulter, Schulter und hier stehen bleiben. 5, 6, 7, 8 und links kickt vorne über die Fußspitzen, halbe Drehung und Hüfte und hier kommt deine letzte Pose. 5, 6, 7, hochgekommen und Kick, steh, schauen, Schulter, Pose. 5, 6, von vorne, Achtung. 1, 2, 3, 4 und Hüfte. 6, 7, Achtung. 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, Achtung. Hüfte, Hüfte, schnell, schnell schauen. Vor. Seit nach oben, Kick, Schritt, drehen, absetzen, Schlag, Pose. Wichtig ist bei diesem Drehen, dass man nicht mit den Fersen stecken bleibt, sondern man muss so hoch und dann wieder absetzen, schlagen, Pose. 5, 6, 7, von vorne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Hüfte, schlagen, 1, und hoch und tief und nach oben und Hüfte, Hüfte, schnell, schnell schauen, vor, seit und aufstehen und Kick, stehen, rüber, absetzen, Hüfte, Pose. 5, 6, 7, letztes Mal und 1, 2, gib mir das Divahafte, was du hast, seit, seit, zweimal und Arme hoch. Aufstehen und tief und nach oben und Hüfte, 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 Hüfte schauen. Vor, seit und aufstehen und Hüfte, Bein, Entschuldigung, und schlagen, schlagen, Pose. So, das war's. Schön, dass du mitgemacht hast. Du kannst die Choreo auch erstmal ohne High Heels üben und später die High Heels anziehen. Und außerdem kannst du natürlich erst mit langsamer Musik anfangen, das ist auch viel leichter. Letztendlich kannst du die Choreo auf sämtliche Musikrichtungen und Musikstücke tanzen. Viel Spaß dabei, wir sehen uns beim nächsten Mal.